Diese Aufgabe aus der Punktkinematik ist schon etwas komplexer als die vorangegangenen. Es geht nämlich darum, einen Zusammenhang herzustellen zwischen zwei sich bewegenden Objekten, die jedoch beide als Punktmassen angenommen werden können. Hier fällt ein Ball vom Punkt A aus der Ruhe, aus der Höhe HA nach unten, während ein anderer Ball B aus der Höhe HB senkrecht nach oben geworfen wird. Es ist nun bekannt, dass sich die beiden Bälle in einer bestimmten Höhe H begegnen. Zu ermitteln sind die Geschwindigkeit VB, mit welcher der Ball B hochgeworfen wird, sodass der Treffpunkt tatsächlich die Höhe H ist. Anzunehmen ist außerdem, dass die Erdbeschleunigung in senkrechter Richtung nach unten wirkt. In dem Fall würde es sich anbieten, ein Koordinatensystem zu wählen, dessen Achse waagrecht unten im Erdboden liegt und eine halt senkrecht drauf nach oben. So habe ich es gewählt, nämlich x nach rechts und z nach oben. Das ist schon essentiell, dann kann man nämlich alles auf diesen Bezugspunktebene x festlegen. Die Startwerte, die Endwerte, die Abstände und dann entsprechend die dazugehörenden Geschwindigkeiten halt festlegen. Vorschläge, welche Formel das man da verwenden sollte? Die Frage ist ja, wo treffen sich, oder die Frage ist, ich lege fest, wo sich die Bälle treffen sollen und möchte gerne wissen, mit welcher Geschwindigkeit muss der untere hochschießen, damit das auch tatsächlich so passiert. Okay, ja, also wir wissen, ich spezifiziere es ein bisschen, wir wissen die Position, an der sie sein sollen zur gleichen Zeit und daraus kann man sich natürlich dann die Zeit, die es bis dorthin braucht, ausrechnen. Ja, genau. Die Idee ist einfach, dass man die Gleichung für konstante Beschleunigung verwendet. Wir haben ja konstante Beschleunigung. Wir haben die Erdbeschleunigung in dem Fall. Dann mache ich eine Skizze, wo man sieht, was hier genau passiert. Vielleicht machen wir die Skizze gleich da rein in die Angabe, was in dem Fall erlaubt ist, in der Statik ja nicht, wie Sie wissen. Weil da muss man zuerst freischneiden. Wir möchten gerne VB wissen. Also wir haben eine Geschwindigkeit VB für den Ball, mit der er losgeworfen wird. Die ist zu ermitteln. Wir wissen, dass der Ball oben aus der Ruhe losgelassen wird. Wir wissen aber auch, dass der Ball oben nach unten mit der Erdbeschleunigung beschleunigt wird. Ich nenne das jetzt allerdings zuerst einmal nur generisch AA und für den unteren gilt dasselbe mit AB. Das ist dann entsprechend die Erdbeschleunigung. Dass das die Skizze verstehen danach mit der Formel. Machen wir es so. Damit die Vorzeichen nämlich stimmen. Und wenn sich die Bälle hier irgendwo in der Position H treffen sollen, dann ist das nach unten gemessen H und nach oben gemessen was? HA minus H. Ich denke, das ist alles, was man braucht. V0 für A ist 0. Der wird aus der Ruhe losgelassen. Und VA an irgendeiner Stelle H ist irrelevant fürs erste einmal. Das heißt, wir verwenden die Gleichung S0 plus V0t plus AT Quadrat halbe für beide Bälle getrennt. Wissen allerdings, dass S jeweils H sein soll. Das ist der Zusammenhang. Dann gilt für den Ball A offensichtlich, das hier übersetzt. Wie groß ist S? Das habe ich schon gesagt. Das ist H. Wie groß ist S0 für den Ball A? Mhm. Wie groß ist V0? 0. Und wie groß ist A? In dem Fall A? Minus G. Deswegen habe ich es so einzeichnet jetzt, damit man sicher das richtige Vorzeichen. Jetzt ist vielleicht klar, warum ich das so komisch einzeichne. Ich nehme die Beschleunigung im Koordinatensystem positiv an, weil dann kann ich sicher richtig in die Formel mitnehmen. Sonst müsste in der Formel oben schon minus a mal t Quadrat halbe stehen, was vielleicht eher gedanklich leichter ist, das nicht so zu machen. Also das ist minus g, ja. Das ist natürlich wichtig.
weil sonst würde es ja in positive Z-Achse beschleunigen. Und minus G ist minus 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das heißt, wir setzen ein in die Formel und kriegen H ist gleich HA plus, ich schreibe es jetzt her, 0 mal T minus G mal T Quadrat halbe. Den streichen wir dann raus und unser T ist dann der Zusammenhang 2 HA minus H durch G, Wurzel draus. Das sind 1,106 Sekunden bei mir oder 1,11. Das ist die Zeit, die beide Bälle brauchen müssen, damit sie sich ja wirklich in H treffen. Weil offensichtlich können sie sich nur dann treffen, wenn sie gleich lang brauchen bis dorthin, sonst werden sie sich nie treffen. Jetzt kann man das Gleiche für den Ball B machen und versuchen noch einmal zu übersetzen. S ist jetzt wieder H. S0. V0, was ist V0 jetzt? Ja, VB, genau. VB. Und AB fehlt uns noch, das ist minus G. Auch der wird nach unten beschleunigt. Und was man auch kennt, ist das T von oben. Das sind die 1,106 Sekunden. Das haben wir schon ausgerechnet. Also folgt aus dem wieder unter Anwendung der Form da oben, dass H plus gleich HB plus VB mal T minus G mal T Quadrat halbe ist. Und da ist die einzige Unbekannte jetzt VB und auf die kann man umformen. VB ist nämlich dann 1 durch T H minus HB plus G mal T Quadrat halbe für meine Zahlenwerte 9,5 Meter pro Sekunde.